Herzlich willkommen hier beim Neue Wege Kongress. Schön, dass du hier dabei bist. Unser heutiges Thema ist ein sehr, sehr starkes Thema. Ich muss es direkt mal ablesen: Mit dir zum starken Wir. Herzlich willkommen, lieber Frank Nauer aus Berlin. Ich danke dir, dass du Zeit genommen hast. Und wir steigen auch gleich ein, aber erstmal herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich, hier zu sein. Neue Wege, ja, neues Denken. Wir merken alle, irgendwo kneift es, ja, irgendwie wird das eine teurer, das andere funktioniert nicht mehr. Irgendwie ist immer mehr Stress. Wo ist wirklich diese Harmonie geblieben? Und nun gibt es einfach so tatsächlich jetzt mal ein, wir können es gleich nochmal anders bezeichnen, aber ein Unternehmen, eine Gemeinschaft, so wie ihr sie gebildet habt, die tatsächlich sagen, okay, was haben wir jetzt hier für Probleme und wie können wir sie zusammen meistern? Das sind ja Ideen, die habt ihr einzeln hervorgebracht, sie dann so verpackt, und so dass sie dann auch tatsächlich für viele, für alle, wenn du magst, dann zur Verfügung steht. Einmal das totale Thema oben auf im Moment, Stromkosten. Richtig. Ja, dann das nächste, Mietkosten. Richtig. Das nächste, ich will auf dem Land leben. Ja, so. Auch das. Genau. Ach Mensch, wie kann ich mir das denn alles irgendwie leisten? Nun muss ich tatsächlich sagen, kommen wir aber auch von dort, create your change, ja, kreiere deinen Wandel und wir wissen, Gedanken erschaffen Realität. Und wenn du jetzt gerade, lieber Zuschauer, liebe Zuschauerin, diese Themen so ein bisschen aus dem Ärger heraus betrachtest und viele Probleme darin siehst, dann hast du jetzt zwei Möglichkeiten. Das eine ist, zu schauen, das, was ich denke, ziehe ich an. Und das andere ist, ja, hier ist die Lösung oder eine mögliche Lösung. Lieber Frank, wir wollen ein bisschen über neue Lebens- und Denkmodelle sprechen. Mhm. Und die CH-Trol als eine Genossenschaft. Ich habe mich ja mal ein bisschen schwer getan mit diesem Begriff, aber können wir gleich mal kurz mal einsteigen. Ihr habt euch ja echt ein paar Gedanken. Also ich finde sie total, das sind Gedanken, die mich beweglich machen. Das sind Gedanken, die mir damit auch ein bisschen Freiheit geben. Sie sind anders. Ja, genau. Sie sind wirklich anders, sie sind neu. Aber wenn ich in die Sense reingehe, ja, dann kann ich mir daraus wirklich auch ein Leben gestalten, wie ich es mir vielleicht vom Herzen her schon lange erträumt habe. So soll es sein. Wo wollen wir anfangen? Du hast noch einen Punkt vergessen. Oh, dann los. Wir sind ja wir. Super. Nämlich, wie sieht meine Altersversorgung aus? Ah. Wir haben also drei große oder drei kleine Visionen. Eine große, das ist 1 Million Mitglieder, um wirklich eine starke, große Gemeinschaft zu sein, mit der man ganz anders spricht, als wenn ich eine GmbH mit 10 Leuten bin. Mhm. Zweitens, eine Stärke zu erreichen, die es bestimmte Businessmodelle möglich macht, ohne aber die Nächstenliebe zu vergessen. Mhm. Ja, und da ordnen sich unsere drei kleinen Visionen unter. Für manche sind sie riesig, für manche sind sie eher klein. Das ist einmal die bedingungslose Grundversorgung. Jedes Mitglied soll das machen, was es machen möchte. Ohne im Hamsterrad zu laufen und gucken müssen, wie ich das Geld verdiene, was ich zum Leben brauche. Kann ich gleich reinspringen? Na, bitte. Die nächsten Punkte kommen gleich. Dieses Grundeinkommen, was ihr habt, es ist aber trotzdem,
dass ich trotzdem Verantwortung, Eigenverantwortung für mein Leben habe. Ja. 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 Es könnte, ne, also es also wir haben es noch nicht. Hm? Wir haben es noch nicht. Aber das ist eine Vision. Also wir haben drei unterschiedliche Stationen. Es fängt mit einer Vision an. Dann kommt eine Entwicklung. Und dann kommt die Lieferfähigkeit. Dann kommt die Realität. Genau. Dann kommt die Realität. So, und da in diesen Kategorien arbeiten wir immer, ob sei es mit einem Produkt, sei es mit einer Idee, sei es mit einer Gesellschaftsform, wie auch immer. Und auch wenn ich bei mir zu Hause oder bei mir selber, es ist ja auch so, ich habe eine Vision, ich fange an zu entwickeln, dafür muss ich erstmal losgehen, muss was tun, sammle Erfahrung und dann tada! Genau. Ja. So, und bei der Grundversorgung ist es halt die Idee, dass Mitglieder ein gesichertes Einkommen haben, damit sie das tun können, was sie können. Ich nehme mal ein einfaches Beispiel. Eine Frau träumt davon, einen Blumenladen aufzumachen, hat aber keine Ahnung von Businessplan, Gespräche mit der Bank und so weiter. Diese Frau kann dann zu uns kommen in die Genossenschaft und sagt, ich möchte meinen Traum erfüllen und einen Blumenladen aufmachen und stelle alle Vorteile, die ich daraus erwirtschafte, allen Mitgliedern zur Verfügung. Das wäre so ein Beispiel, wo wir sagen, die Frau ist es wert, in eine Grundversorgung zu kommen. Oder wenn wir die große Vision nehmen mit der Grundversorgung, wir möchten gerne dahin kommen, dass du zum Beispiel jeden Monat 2 Jahre lang 100 Euro einzahlst und nach den 2 Jahren bekommst du ein Leben lang jeden Monat 100 Euro ausgezahlt. Das also klingt ja verlockend. Du investierst erst in die Gemeinschaft, wirst Teil der Gemeinschaft, gibst erstmal in die Gemeinschaft, ohne daran direkt Vorteile rauszubekommen. Aber am Ende lohnt es sich für dich, weil nach den 2 Jahren, vielleicht wären es am Ende auch nach 5 Jahren, bekommst du eine lebenslange Grundversorgung. Solche spannenden Themen fassen wir an. Die entwickelt, also die Vision ist da, ihr seid gerade in der Entwicklungsphase, genau, sozusagen. Und auch hier braucht es natürlich dann immer mehr Menschen, die diese Vision eins sind mit der Vision und Lust haben, es zu entwickeln, machen also mitten als Genossenschaftsmitglied und bekommen dann, ja, genießen dann die Realität. Gut, da haben wir das Grundeinkommen. Das ist Grundeinkommen. Das Ganze setzen wir auch, hat so einen Schrägstrich, Existenzsicherung für kleine und mittelständische Unternehmen. Also das in ähnlicher Art, aber eben nicht als Privatperson die Grundsicherung oder die Grundversorgung. Grundsicherung ist ja was anderes. Grundversorgung. Und bei Unternehmen ist es halt die Existenzsicherung. Ja, und der zweite Punkt, den wir umsetzen wollen, was unsere Vision ist, das ist bezahlbarer Wohnraum. So, und da angefangen von Mehrfamilienhaus, was als gesamtgenossenschaftliches Projekt geführt wird, bis hin zur genossenschaftlichen Begegnungsstätte, setzen können wir das eben umsetzen. Und da gibt es die unterschiedlichsten Bereiche, unterschiedlichsten Projekte. Da kann es das Einfamilienhaus sein, was jemand sich wünscht und wo man einer jungen Familie dies ermöglichen. Klar ist da auch ein Stückchen Eigenkapital erforderlich, aber doch nicht so, als wenn ich mit einer Bankfinanzierung arbeiten muss. Ja, und die dritte Version ist die planbare Rente oder Altersversorgung. Bitte nicht Altersvorsorge, das können wir nicht. Wir sind kein Versicherungsunternehmen und wir sind keine Bank, sondern wir sprechen von der Altersversorgung aus dem genossenschaftlichen Pool heraus,
die so, dass mein Lebensabend vernünftig gestaltet ist. Dass ich mir keine Sorgen machen muss über Butter und Brot auf dem Tisch, über Wasser, was wir als Menschenrecht halten, oder wie auch immer. Wir sprechen ja aber nicht von der Yacht, die ich irgendwo im Mittelmeer habe, sondern wir sprechen hier wirklich von Butter und Brot, ein sorgenfreies Leben im Alter. Der Gedanke, der Ursprungsgedanke, diese Genossenschaft zu gründen, wo ist der her? Wann ist der entstanden? Der ist 2011 entstanden, und zwar mit der Produktion von synthetischem Diesel. Also Diesel aus Biomasse, aus Stroh hergestellt. Funktioniert hervorragend, können wir auch heute noch machen, aber ich sag mal, die gesetzlichen, die steuerlichen und die Lobbyarbeiten hier in Deutschland haben dazu geführt, dass wir das 2015 dann letztendlich aufgegeben haben. Wir haben also 2011 damit begonnen. Und da in einem Verfahren schneiden wir die Dieselketten praktisch aus der Biomasse raus und können auch deswegen nur Diesel, weil das ein ganz einfaches Verfahren ist. Und daher stammt auch der Name CH-Trol. Weil wir schneiden da die Kohlenwasserstoffketten raus. Kohlenwasserstoff hat das CH. Und CH ausgeschrieben ist es dann eben CEHA. Und über die kontrollierte Verwendung von Kohlenwasserstoffe, daher kommt das Trol. Und da wir alle Kohlenwasserstoffe sind, auch wir von Fleisch und Blut, haben wir es CH-Trol genannt. Und im Speziellen, weil wir für unsere Vision bestimmte Technologien, Innovationen einsetzen, dann eben CH-Trol Technology EG als eingetragene Genossenschaft mit allen Vorteilen, die eine Genossenschaft bietet und mit allen Gestaltungsmöglichkeiten, die eine Genossenschaft bietet. Was sind denn die Vorteile? Also, sagen wir mal, wenn wir vor Vorteile sprechen. Ich habe das vorhin schon so ein bisschen mitgehört. Also, man gibt was in die Gemeinschaft rein und dann bekommt man was wieder. Also, es ist ja immer die Frage, von wo aus entscheide ich mich für etwas? Genau. Ja, und Mir das ist das, wo ich dann sage, ja, bevorteile ich jemanden. Eigentlich geht es darum, ich fühle mich da wohl und ich und das Denken dort in dieser Genossenschaft, die Vision, die gefällt mir richtig gut. Ich fühle da für mich wirklich die Kraft, so wie ich mir mein Leben vorstellen kann. Genau. Ja, wie? Also Vorteile haben wir so viele. Ich fange mal mit den zwei Punkten an, die zurzeit bei uns, ich sag mal, die Mitgliederbringer sind. Der größte Vorteil ist im Augenblick der Strompreis. Wir haben einen Strompool entwickelt über 3 Jahre. Der ist jetzt ein Jahr am Start. Und wir haben sehr viele Mitglieder dort drin. Ein Pool geschaffen, so wie du es alleine nie schaffen würdest. Raiffeisen und Schulze-Delitzsch, die Vorreiter fürs Genossenschaftswesen, haben oft den Satz gebracht, was man alleine nicht schafft, das schaffen wir zusammen. Und das ist beim Energiepool tatsächlich so, die Herausforderung. Wir brauchen einen großen Verbrauch, um Erträge zu erwirtschaften, die es draußen am Markt gibt. Und das erreichen wir nur mit Masse. Und deswegen zählt bei uns jedes Mitglied und natürlich auch die Mitglieder im Energiepool. Natürlich haben wir da auch ein paar Rahmenbedingungen, die wir einhalten müssen, wo wir nicht dran vorbeikommen.
Aber am Ende ist es ein Vorteil fürs Mitglied, wenn er Strom ab 9,6 Cent pro Kilowattstunde erwerben kann. Und wir fördern diesen Strompreis mit maximal 30,4 Cent. Das heißt, solange das Mitglied in einem Tarif ist, der nicht mehr als 40 Cent kostet, bezahlt er 9,6 Cent pro Kilowattstunde. Mhm. Geht es darüber, dann muss das Mitglied da mit den Preis mittragen. Sag ich mal, 50 Cent pro Kilowattstunde in solch einem Tarif ist er, dann bezahlt er bei uns im Energiepool 19,6 Cent. Also wir können helfen, wir fördern unsere Mitglieder. Das ist ja auch Auftrag des nach § 1 des Genossenschaftsgesetzes hat eine Genossenschaft, ihre Mitglieder zu fördern. Und das tun wir. Und wir tun es mit Freude im Rahmen unserer Möglichkeiten. So, und der zweite Punkt ist, viele zögern da noch, aber wenn es heißt, wenn ihr investierende Mitglieder werdet und Geld bei uns investiert, dann ist es eine Geldanlage in Genossenschaftsanteile. Die Gelder fließen direkt in die Errichtung unserer Produktionsstätten und dafür bekommen investierende Mitglieder eine Sondervergütung, einen Ertrag in Höhe von 12% im Jahr. So, und da hat man wenig mit der Genossenschaft zu tun, kann erstmal reinschnuppern, kann erstmal sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Und dieses Investment fängt bei 110 Euro an. Also auch da unsere Philosophie. Erfolge für jedermann unter dem Dach einer starken, großen Gemeinschaft. So, das sind die zwei Punkte, die zwei Vorteile, die die meisten Mitglieder ansprechen. Natürlich haben wir auch Produkte, die sehr gut sind und einzigartig am Markt, wie unsere Infrarotheizung. Auch da greifen die Mitglieder zu. Oder was haben wir noch? Kfz-Modell, aber da sind wir wieder ein bisschen abhängig von Dritten, nämlich von den Herstellern, den Kfz-Herstellern. Und die liefern uns manchmal nicht so, wie wir uns das vorstellen. Während Corona kam dann noch die Chip-Krise dazu bei den Autos und es waren sehr lange Lieferzeiten. Und da hat es eher mehr Ärger gegeben, als was es Freude gemacht hat. Als wir gestartet sind 2019, lief das problemlos und alle waren glücklich. Ja, und dann haben wir halt gesehen, dass wir da abhängig sind von Dritten. Und das scheint uns auch für die Zukunft so herauszukristallisieren, dass das nicht sein darf. Also wir müssen sehen, dass wir möglichst alles alleine machen, alleine stemmen und selber in der Hand haben, um Veränderungen herbeizuführen. Sobald eine Abhängigkeit von Dritten da ist, läuft es nicht so, wie wir es uns vorstellen. Um nochmal so ein Gesamtbild zu haben, um auch zu schauen, wie eigentlich so ein bisschen die Energie, ja, das Geld so fließt, ist es also das, was mir möglich ist. Und ich glaube, ein Anteil kostet, glaube ich, 100 Euro, ja. Starte ich erst einmal und bin dann in der immer mehr größer werdenden Gemeinschaft. Genau. So, das heißt, auch wenn ich erstmal mit 100 Euro starte, ja, dann bin ich auf jeden Fall schon mal mit in der Genossenschaft, mit in diesem starken Wir, mit der, wenn ich diese Vision, die hier CEATROL hat, einfach wunderbar finde und sage, ja, da kann ich mir ein Wir vorstellen und ich habe das, was ich hier habe und wunderbar. Das ist das, was dann auch in eurer Vision ist, wo 1 Million Menschen dann tatsächlich ein starkes Wir sind. Mhm. Also ich bin dankbar für jedes Mitglied, was auch nur mit 110 Euro einsteigt, weil die Anzahl der Mitglieder... 100, wie ich gesagt habe, 110. Ja, 100 ist der Anteil und es kommt noch ein Eintrittsgeld zur Genossenschaft hinzu von 10%, also 10 Euro. Die dienen praktisch der Verwaltung der Genossenschaft und so weiter. Okay, gut, da haben wir so, Und der erste Mitgliedsanteil, der liegt auch 5 Jahre fest.
Und dient dazu als Eintritt in die Community, nenne ich sie mal. Weil wir haben Dinge, die sind öffentlich, die stehen auf unserer Webseite. Und es gibt Dinge, die dürfen wir nur innerhalb der Genossenschaft tun. Die stehen nur innerhalb der Genossenschaft und da muss man Mitglied sein. Also auf unserer Webseite sind nicht alle Informationen präsent, sondern nur die wir öffentlich rausgeben dürfen. Ja. Dann haben wir ja noch den Bereich des mobilen Wohnens, was ich ja auch ganz total interessant finde, denn wenn wir heute sagen, zurück zur Natur, ja, der Mensch als Gärtner, ich wohne da, wo meine Nahrung ist, habt ihr ja ein Modell entwickelt, wo das relativ, ja, also mit einer anderen Art zu leben möglich ist. Erstens mit einer anderen Art zu leben, zweitens bezahlbarer Wohnraum. Ah ja, 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 ja. Weil wir haben da ein spezielles Nutzungsmodell. Für viele junge Familien ist es sehr schwierig, ein Grundstück zu finden, dann Baugenehmigung zu erhalten und dann zu bauen, zu finanzieren. Ja, wenn sie die Anfragen machen, stellen sie eigentlich schon fest, ist für mich nicht schaffbar. Deswegen sehen wir her und sagen, gut, wir machen Nutzung von genossenschaftlichem Eigentum. Dieses mobile Wohnmobil bleibt unser Eigentum und die junge Familie zahlt nur ein Nutzungsentgelt. So, da haben wir 72 Quadratmeter Wohnung, Küche, Bad, Wohnzimmer mit Küche und zwei Schlafzimmer, also ein Schlafzimmer, eine andere wahrscheinlich Kinderzimmer. Hochwertig gebaut, aber bleibt in unserem Eigentum. Das Mitglied hinterlegt 10% Sicherheit vom Trailer. Der kostet in der Premium-Ausstattung kostet er 400.000 Euro. Gibt aber darunter auch noch zwei Modelle. Und mit diesen 10% erwirbt es das Nutzungsrecht an dem Trailer. Nehmen wir mal die 400.000 oder 399.000 haben die Kollegen gerechnet, damit nicht eine periodische Zahl rauskommt. dafür bezahlst du 2% im Jahr, aufgeteilt auf 12 Monate, macht ungefähr 650 Euro im Monat. Und die junge Familie hat lediglich die Aufgabe, einen Stellplatz zu organisieren. Weil das mobile Wohnen ist auf Räder und man braucht bloß eine Stellplatzgenehmigung und keine Baugenehmigung. Den Trailer können wir so weit gestalten, dass es völlig unabhängig ist. Du brauchst keinen Stromanschluss, du brauchst keinen Wasseranschluss, brauchst keinen Abwasseranschluss. Aber dann kostet er auch ein bisschen mehr. In der Regel hat in Deutschland jedes Grundstück irgendwie Wasser und Abwasser. Und mit einer Stellplatzgenehmigung kannst du mit solch einem Trainer beginnen. Reibt dich dein beruflicher Werdegang in einer anderen Stadt, kannst du ihn mitnehmen. Ich sage immer 72 Quadratmeter zum Mitnehmen. Ja. Und vor allen Dingen kann ich es mir auch so gestalten, wenn mir jetzt mal nach ein bisschen mehr Natur ist. Die Kinder sind vielleicht klein und ich will wirklich eintauchen, dann ist das hier eine gute Möglichkeit, weil es gibt bestimmt irgendwo. Die Kinder können vorm Haus spielen. Ja, oder unterm. In eine Bude bauen. Genau. Ja, was auch immer. Also Kreativität ist hier gefragt. Ja. Und es braucht tatsächlich dann diese 10% Sicherheit. Das ist ja, das sind so die Rahmenbedingungen, da kommen wir nicht dran vorbei. Also auch beim Kfz sind die 10%. Und ja, wir haben halt, das verstehen noch viele Mitglieder nicht, da gibt es Mitglieder,
die gehen nicht so pfleglich mit dem Auto um, wie man das erwartet. Und am Ende müssen wir es komplett renovieren lassen, reparieren lassen. Und das kostet dann manchmal schon 10% von dem Neupreis. Ja. Und dazu dienen halt die Genossenschaftsanteile und die bleiben als Sicherheit drin. Ja. So, und wenn ich jetzt mit meinem mobilen Wohnen unterwegs bin, kann ich das auch irgendwie im Ausland? Oder ist ja, unser mobiles Wohnen geht international. Wir liefern das dahin, wo du es hinhaben möchtest. Auch wenn ich nach Südamerika möchte? Ja, auch das. Wow. Also wir haben jetzt gerade eine Projektbeteiligung. Mhm. Da soll in Costa Rica so ein Wohntrailer aufgestellt werden. Was für Möglichkeiten. Was das wirklich für Horizonte öffnet. Ja. Wir haben leider, wir können da nicht richtig Werbung machen. Und deswegen bin ich für so ein Interview sehr dankbar. Mhm. Wir haben derzeitig knapp 7000 Mitglieder. Und die haben wir im Prinzip durch Mund-zu-Mund-Propaganda gewonnen. Mhm. Und nicht durch Werbung. Weil sobald wir Werbung machen, kommen die berühmten Institutionen, die das prüfen und ob man da in irgendeine Falle getappt ist. Und deswegen machen wir es nur von Weitererzählen und so ein Video-Interview dient da hervorragend dem Weitersagen. Vor allen Dingen auch hier auf dem Kongress sind wir ja auch Menschen, die sich angezogen fühlen von der Idee, neue Wege, auch mal Mut zu entwickeln, rauszugehen aus meinem, meine Energie zu verwenden auf Lösungen, als dass ich mich noch 10 Jahre weiter ärgere, ja. Mhm. Mhm. Und da ist es dann tatsächlich, dafür dient auch der ganze Kongress, auch dann sich selber ein bisschen aufzuwecken, mal woanders zu gucken. Mhm. Also zu uns darf jeder kommen und seine verrückteste Idee präsentieren. Und also ich sag mal, 80% der Ideen können wir umsetzen. Einzigste Bedingung ist, er muss Mitglied in der Genossenschaft sein. Und wenn du sagst, er kann mit den verrücktesten Ideen kommen, worauf beziehst du das? Mit einer eigenen Idee? Ja, also wir haben zum Beispiel, da gab es jemand in Marokko, der sagte, wir würden gerne eine Pilzzucht machen, Arbeitsplätze schaffen und Häuser für die Dorfbewohner bauen und die züchten dann im Keller Pilze. Mhm. Die machen da eine vegane Unabhängigkeit von Ernährung mit den Pilzen, aber produzieren so viel, dass sie Überschüsse haben, dass die Pilze exportiert werden können. Mhm. Mhm. Und dazu gibt's spezielle Häuser in Marokko, sehr kostengünstig. Und über das Modell einer Genossenschaft in Marokko bezahlen die praktisch nichts fürs Haus, müssen sich lediglich verpflichten, diese Pilzzucht zu betreiben. Mhm. Und schaffen gleichzeitig Arbeitsplätze. Unabhängigkeit. Und. Ja, ja, absolute Freiheit, wirklich kreativ, kreativ mein Leben zu entwickeln. Ja. Und das ist das, was ich vorhin meinte, auch mit der Grundversorgung. Ja, dass ich damit nur den Rücken frei habe, selber mein Leben zu gestalten. Genau. Ja? Selber mein Leben zu kreieren, dass ich das, wozu ich vielleicht sogar hier bin, dass ich wirklich jetzt meinem inneren Ruf folgen kann und in die Realität umsetzen kann. Genau, darüber sprechen wir. Mhm. Und dafür sind wir da, das zu unterstützen. Und wie kommt man mit euch in Kontakt? Also zum einen natürlich
Sagen wir mal, das ist ja auch automatisiert, einen Genossenschaftsanteil zu erwerben. Das geht über eure Internetseite, ja? Ja. Und wenn ich... Es gibt aber auch, also wir versuchen den persönlichen Kontakt, der steht im Vordergrund. Dazu gibt es bei uns Kompetenzzentren, die international aufgebaut werden. Zurzeit haben wir 70 Stück, vorwiegend natürlich in Deutschland. Und die beraten die Interessierten, wie das bei uns funktioniert und welche Bedingungen es gibt, um bei uns mitzumachen oder eben auf die diese Vorteile beantragen zu können. Um in den starken Wir noch mehr zu werden. Genau. Darum steht auf jeder Visitenkarte mit dir zum starken Wir. Und weißt du, warum ich das so auch selber, warum ich das so kraftvoll empfinde, ist, dass das Dir, das Ich, das Individuum gefragt ist in seiner Einzigartigkeit. Der, genau, der du wirklich bist, ist hier gefragt, denn das ist das, was uns jetzt tatsächlich, was wir auch durch die letzten, gerade durch diese speziellen letzten Jahre hier auch für uns rausgefunden haben. Wir durften kreativ werden, so plötzlich mal selber denken, selber irgendwas ausdenken, selber etwas entwickeln. Und plötzlich, nur wenn ich meine ganze eigene Kraft lebe, dann können wir auch in der Gemeinschaft nur stark sein. Also komme ich mit meiner Idee in ein Kompetenzzentrum oder ich rufe euch, ich glaube, in Berlin ist die Zentrale, ne? Genau. Oder ich rufe in Berlin in der Zentrale an und sage, ich habe hier so eine Idee. Ich bin schon ziemlich weit gekommen mit der Entwicklung. Und das ist das, wo ihr dann auch für euch in dem Wir letztendlich nochmal schaut, ob das für alle dann noch ein Mehr kreieren würde, oder? Ja. Aber das Mitglied steht im Vordergrund, das wirklich die Person, weil wir sagen auch, Erfolg fängt mit du an. Und du bist einzigartig. Nur wenn du dich nicht verbiegst, bringst du 100% und nimmst dein Leben selbst in die Hand und hast Erfolg. Es nützt nichts, wenn du dir einen Coach nimmst und versuchst, den zu kopieren. In 80 Fällen von 100 geht es schief. Und die Kopie ist nicht das Wertvolle, sondern das Original. Und da rauszufinden, was will ich, was kann ich und wie kann ich das in die Gemeinschaft einbringen. Und das, was ich in die Gemeinschaft einbringe, ist tatsächlich auch das, was ich dann auch für mich selbst mache. Genau. Und da ist im Prinzip der Ansatz bei euch, ihr helft erst einmal, dass du als Mitglied deine Kosten aus dem Wir heraus so habt, dass dann tatsächlich ein bisschen mehr Energie übrig bleibt, also Geld übrig bleibt, also im Form von Strom. Dann guckt ihr eben auch, wenn es darum geht, wow, ich habe jetzt eine Geschäftsidee und dass ich das einfach machen kann, dass da auch, sagen wir mal, so diese Sorge erst einmal versorgt ist und mich dann entspannen kann, weil der Wille dann tatsächlich und auch dieses Gefühl, das Wir hinter mir zu haben, bringt ja, ist ja... Du glaubst gar nicht, wie viel Energie dabei freigesetzt wird. Ja. Deswegen, ich versuche es gerade zu beschreiben. Wow. Ja, weil ich kann dann wirklich hier, ohne mich zu wissen, ich kann wirklich jetzt mich entspannen und dann kommt sowieso Energie. Ja, du musst nur zu zwei Dingen bereit sein. Einmal Mitglied zu werden bei uns und deine, ich nenne es mal Vorteile, der gesamten Gemeinschaft zur Verfügung stellen. Ja. Indem ich einfach der bin, wer ich bin, bin ich ein Beitrag. Und dadurch, dass das jetzt viele, 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 viele machen und sicherlich bald 1 Million Menschen, das ist ja eine Dynamik. Und das weltweit. Das ist Wandel. Ja, danke, Frank.
Hast du noch irgendwas, was ich dich jetzt nicht gefragt habe? Ich könnte dir jetzt noch 2 Stunden erzählen von Seadrool, von unseren Projekten, aber ich will es wirklich mal auf 2 mal 3 Punkte runterbrechen. Die ersten 3 Punkte sind unsere Vision: eine bedingungslose Grundversorgung, bezahlbarer Wohnraum, planbare Rente. Oder Rente, dann planbare Rente darf ich schon wieder fast gar nicht sagen, sondern Altersversorgung. Altersversorgung. Altersgrundversorgung. Ja, also Ja. wie hast du Ja. gesagt, es gibt Wasser, es gibt Salz, es gibt Brot. Strom, Energie. Strom, ja. Und ein Dach über. Und die anderen 3 Punkte sind eigentlich die Projekte, die bei uns international laufen. Das ist einmal Invest 1212, ja, Geldanlage in Genossenschaftsanteile. Dann das mobile Wohnen funktioniert auch international. Und die Projektbeteiligung, wo wir Projekte auch international durchführen können, mit einer kleinen Eigenkapitalbeteiligung. Also, wenn du eine Idee hast, international etwas, was wiederum dem Wir wieder dient, ja, wo auch Ja. dann wieder in dem Organismus was zurückkommt, wo es wirklich so fließt. Vor allen Dingen manchmal einer hat die Idee, der nächste weiß, wie man es umsetzt und der nächste zieht es dann komplett durch und Jetzt hast du sehr schön unser Genossenschaftsmodell erklärt. in drei Worten. Ich sagte dann noch ein Stichwort, was ich als sehr interessant empfand. Der mit der Idee, oder es war eine die, hat von ehemaligen Natronseen in Ägypten gesprochen. Hat aber nicht denjenigen gehabt, der das Wissen darüber, oder haben nicht die alten Leute in Ägypten gefunden, die das Wissen darüber haben. Der kam dann wieder aus der anderen Ecke unserer Gemeinschaft. Und dann das Umsetzen, da waren so viele Leute notwendig, dass wir es bis heute noch nicht geschafft haben, aber da auf dem Weg sind. Und manchmal gibt es dann auch noch Entwicklungen, dass man sagen, wir setzen es gar nicht in Ägypten um, sondern wir setzen das in unseren genossenschaftlichen Begegnungsstätten um und gewinnen das Natron am Originalplatz in Ägypten und führen das Natron nach Deutschland ein oder international, wo eine Begegnungsstätte ist. Da kommen noch spannende Themen auf euch Ja. zu. Ja, ich merke auch schon, wie das so klickert. Ich fühle gerade um die gesamte Erde rum, welche Möglichkeiten und vor allen Dingen ist es ja auch hier, wenn die Menschen so verteilt sind um die Erde. Sie sind vor Ort, sie wissen auch, wie vor Ort sich die Menschen fühlen, was vielleicht auch gut oder hilfreich ist für die Erde, für die Unterstützung der Menschen dort vor Genau. Ort, dann kann das auch für alle heilsam sein. Ja. Richtig. Ja. Danke, Frank. Nicht dafür. Ich danke, dass ihr mir die Zeit gegeben habt, über Seadrool Technology EG zu sprechen. Mit der Vision und dem Gefühl und der Intention, die dahinter steckt. Danke, dass du wieder dabei bist und alles Gute. Dankeschön.